Die Morgen, liebe Herren und Herren, pünktlich zur Eröffnung der fünften Jahreszeit, pünktlich stehen wir vor den Toren des Rathauses und wollen den Stadtoberhaupt, nicht das Zepter, wohl aber den Stadtschlüssel entreißen, was einer Entmachtung ja ebenfalls ziemlich gleichkommt. Aber bevor es soweit ist, gibt es noch das eine oder andere Wort an alle lauschenden Narren im Rathaus, an unser regierendes Gremium der Stadtvertretung und sonstige ganz wichtige Menschen unserer schönen Stadt Kühlungsborn zu richten. Doch zuerst begrüßen wir den Hofstaates aus Kaka, begrüßt unsere Lieblichkeit, Prinzessin Katrin die Erste. Den Elberrat sowie unsere Prinzen, Funken und Königabe. Und darauf ein dreifaches Pino! 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 Für seine Familie kümmern. Seitdem es den Mindestlohn gibt, kann sich der Prinz keine Untertanen mehr leisten. Bei uns gibt es keine Sonderprivilegien mehr wie an zum Beispiel anderen Königshäusern. So, aber vielleicht möchte auch das Rathaus sich beteiligen mit einem Wort. Vielleicht wollt ihr das mitnehmen, wollt ihr es hören? Na gut, dann bleibt es so. Aber dafür, dass es nicht bei uns zugeht wie an anderen Königshäusern, gibt es jetzt zu Ehren unserer Lieblichkeit die Gardetanz unserer Minigarde. Und dafür brauchen wir vorne ein bisschen Platz. Wenn die Mäuschen ein ganz klein bisschen zurückgehen könnten. Aber ich glaube, die Gardetanz von unserer Minigarde würde der Bürgermeister das schon gerne sehen. Also wenn man den Bürgermeister kennt, würde man ihn angucken. Mach doch mal einmal so ein Bürgermeister-Video. Das kann ja wohl nicht sein, der steht hinter dem Fenster, hat es warm und klappt wie eine Sau hier draußen. So, kaltes Bier. Unser Bürgermeister vom Ostseebad. Thank you.